Was haben Urzeitkrebse, Schlammpeitzger, Bienenfresser, Flussuferläufer und Wassernüsse gemeinsam? Sie sind europaweit selten, kommen aber an der March vor. Dem Organismus March wurde im letzten Jahrhundert eine strenge Diät verordnet. Ein Korsett aus Wasserbausteinen definiert einen starren Flussverlauf. Sicherstellung des Hochwasserschutzes und die klare Fixierung der Staatsgrenze in der Flussmitte waren die Zielsetzungen. Diese Einschränkung und Fixierung reduziert aber die natürliche Dynamik deutlich. Aus einem lebendigen Gewässer wurde eine kanalisierte Wasserstraße. Der Fluss wurde im Wesentlichen auf einen Hauptarm reduziert, Nebengewässer von diesem abgetrennt. Die Tier- und Pflanzenwelt leidet stark unter dieser Fixierung, da die hohe Vielfalt der Lebensräume verloren ging. Allen voran leidet die Fischfauna. Bot der einst fischreichste Fluss Österreichs vor einigen Jahrzehnten noch Fischbiomassen um die 500 Kilogramm pro Hektar und mehr, so zeigt die aktuelle Bilanz nur noch Fischbiomassen von etwa 50 Kilogramm pro Hektar. Also nur mehr ein Zehntel des ursprünglichen Potenzials. Besonders spürbar ist dies für die traditionelle Daubelfischerei. Diese Daubelfischerei ist eine einzigartige Fischerei, die gibt es ja an und für sich nur an der March, an der Donau und an der Theier. Und diese Daubelfischerei, die ist sehr traditionell und die geht ja zurück bis in das 17. Jahrhundert. Da hat es ein Dekret von der Maria Theresia gegeben, die die Fischerei an diesen drei Gewässern erlaubt. Und nebenbei ist es eigentlich die schonendste Fischfangmethode überhaupt, weil der Fisch wird aus dem Wasser gehoben und in den meisten Fällen wieder sofort wieder zurückgesetzt, weil nur die wenigsten Fische ja dem Fluss entnommen werden. Die vielfältigen Lebensräume eines unregulierten Flusses sind nicht nur für die unterschiedlichen Ansprüche der heimischen Pflanzen und Tierarten erforderlich, sondern auch für deren Entwicklungsstadien. Der Hauptfluss bietet tiefe Kolke für große Fische. Auf überfluteten Wiesen laichen Fische und Amphibien. Hinter Sandbänken und in Nebenarmen finden sich strömungsberuhigte Flachufer und Rückzugsgebiete zum Überwintern. Im Winter ernähren sich Biber von Zweigen und Blättern. Um an sie zu gelangen, fällen sie Bäume, die oft im Wasser liegen bleiben. Dieses sogenannte Totholz gibt dem Gewässer Struktur und ist ein wichtiger Unterschlupf für Jungfische und andere im Wasser lebende Organismen. All das sind lebensnotwendige Strukturen einer natürlichen Flusslandschaft. Notwendig für spezialisierte und daher heute seltene Pflanzenarten, wie zum Beispiel den Schlammling, oder Jagdansitz für Vögel, wie etwa den Eisvogel oder den Seeadler, von dem jährlich viele Tiere an der March überwintern. Via Donau ist nicht nur mit Hochwasserschutz beauftragt, sondern auch für den Erhalt und die Verbesserung der Auenökologie zuständig. Im Rahmen eines von der EU geförderten LIFE-Projektes wurde in den Jahren 2011 bis 2019 ein Teil der unteren March-Auen renaturiert, um Fluss und Au wieder besser zu vernetzen. Im Rahmen eines mehrstufigen Maßnahmenkatalogs wurde dabei von den Projektpartnern eine Reihe konkreter Schritte umgesetzt. Nach umfangreichen Planungen und Vorarbeiten begannen im September 2017 in den Gemeindegebieten von Engelhardstetten und Marcheck die ersten Bauarbeiten. Dabei mussten sämtliche Bereiche nach Kriegsrelikten durch Sprengstoffexperten erkundet und für die Bauarbeiten freigegeben werden. Durch Entfernung von Wasserbausteinen längs und quer zur March werden ehemalige Nebenarme wieder ständig durchströmt
und besser mit der March im Mündungsbereich vernetzt. Durch den Rückbau können sich Ufer wieder natürlich entwickeln. Durch Erosion entstehen Steilufer, wo zum Beispiel Uferschwalben oder Eisvögel ihre Bruthöhlen anlegen können. Also es ist sowieso schon ein wunderschönes Gebiet und jetzt ist das auch durch mit Wasser mehr vernetzt worden. Und für die Vögel, die können in aller Ruhe auf die kleinen Inseln dann auch drüben brüten. Nicht? Und auch fürs Rotwild und für Schwarzwild und alles Mögliche ist es ein Rückzuggebiet. Und der positive Nebeneffekt von dem ganzen Projekt für die Tiere da ist auch, das Material, was da zusammengekommen ist, das ist dann mehr oder weniger auf einen Hügel aufgeschüttet worden, auf einer Anhöhe. Und wenn jetzt ein Hochwasser ist, da können sie praktisch dann das Wild da aufstellen. Und die haben ein bisschen eine Chance, dass sie es mehr oder weniger überleben. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Projekt. Flachufer wiederum sind wichtige Kinderstuben für Fische. Im Gemeindegebiet von Marcheck wurden zwei Seitenarme hergestellt. Der Wolfsinselarm ist ein alter Nebenarm, der in historischen Landkarten zu finden ist, in der Natur aber kaum mehr sichtbar war. Die Anbindung der Altarme, die hier, sage ich mal, zu verlanden drohten, das wird sich wahrscheinlich positiv auswirken, so wie es uns die Projektleitung auch prophezeit hat. Aber jetzt sieht man schon, dass die Fische diese angebundenen Altarme sehr gut annehmen. Das sieht man, sage ich mal, überhaupt, sage ich mal, in dem Wolfsinselgraben und im inneren Lustgraben. Das hat man sehr, sehr bald gesehen, dass die Kleinfische das annehmen und, sage ich mal, dort wunderbare Habitate vorfinden. Und ich denke, dass wir, sage ich mal, dadurch die Reproduktion der Fische erreichen können, was wir uns auch erhoffen. Im Bereich des alten Zips bestand noch ein bedeutender Seitenarmrest, der jedoch nur bei höheren Wasserführungen im Auslauf mit der March verbunden war. Hier wurde ein neuer Einlauf- und Auslaufbereich hergestellt. Die vorrangige Zielsetzung war, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben. Im Hintergrund sieht man hier den größten Seitenarm, den wir wieder an die March angebunden haben. Und so ist jetzt der Unterlauf der March wieder dynamischer, wieder dem natürlichen Leitbild angebunden, hat wieder Seitenarme und kann sich wieder verzweigen. Um die mehrere Hektar großen Wiesen auf den neu entstandenen Inseln auch weiterhin erhalten zu können, wurden über beide Seitenarme Brücken angelegt. Die Erhaltung dieser naturschutzfachlich wertvollen Brenndoldenwiesen ist ebenfalls ein Ziel dieses Projektes. Der Stempfelbach und der Zapfengraben, die bisher im rechten Winkel in die March mündeten, bekamen neue, naturnähere Mündungsabschnitte. Dabei wurden sogenannte verschleppte, neue, unbefestigte Gerinne hergestellt. Das ist der Damm, den wir geschüttet haben, damit jetzt ca. 2/3 vom Abfluss über die neue Stempfelbachmündung in die March läuft. Um eine Übersicht von der Bestandssituation im Projektgebiet zu erhalten, wurden vor den Bauarbeiten Kartierungen und in den betroffenen Abschnitten Bestandsbergungen durchgeführt. Vor den Bauarbeiten haben wir Muschelbergung durchgeführt und diese Muscheln sind jetzt mittlerweile seit knapp einem Dreivierteljahr hier im Stempfelbach zwischenkeltert. Und jetzt, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden wir mit diesen Muscheln einen Wiederbesatz in die neuen Bereiche eben durchführen. Umfangreiches Monitoring auch nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen wird zur Dokumentation der Erfolge umgesetzt. Wie zum Beispiel am bereits 2015 angebundenen Seitenarm in Angern. Im Hauptfluss haben wir Bedingungen, die weniger für die heimischen Muscheln geeignet sind. Wir haben da eigentlich ein sehr eintöniges Flussbett, das dann hauptsächlich von den chinesischen Teichmuscheln und von den Körbchenmuscheln genutzt wird. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass solche Lebensräume geboten werden. Besonders erfreulich ist, wir haben auch von allen heimischen Arten
nicht nur erwachsene Tiere drinnen, sondern auch junge. Das heißt, die Fortpflanzung funktioniert und das ist natürlich wunderbar, wenn dieser Lebensraum von den heimischen Muscheln so angenommen wird. Wie in großen Teilen Europas, so werden auch die Marchauen zunehmend von nicht heimischen Pflanzen besiedelt. Sie breiten sich stark aus und verdrängen dabei die heimischen Pflanzen. In einem umfangreichen Arbeitspaket wurden die Neophytenbestände in den Marchauen kartografisch erfasst. Und auf Basis eines ausgearbeiteten Managementplans werden sie nun nach und nach entfernt. Im Uferbereich der March bleiben die gefällten Bäume ganz bewusst im Wasser verankert liegen. Jungfische finden hier ideale Kinderstuben und Schutz vor großen Raubfischen. Darüber hinaus besiedelt eine Vielzahl an Insektenarten die toten Bäume. Vögel wie Reiher und Eisvogel nutzen sie als Ansitzwarte. In der Au bietet die traditionelle Nutzungsform des Kopfweidenschnittes eine ideale Möglichkeit, den Jungaufwuchs der neophytischen Gehölze auszudunkeln. Dabei werden von alten Kopfweiden geeignete Steckhölzer geschnitten, diese dann auf den Rodungsflächen in die Erde gesteckt und wurzeln dort an. Die frischen Äste bilden in kurzer Zeit ein dichtes Blätterdach, das den darunter wachsenden neophytischen Gehölzen das Licht nimmt. Ein eigenes Artenschutzprojekt widmet sich dem Schlammpeitzger. Er ist auch Darmatmer und kann atmosphärische Luft verschlucken. Das ermöglicht ihm das Überleben auch in durch längere Hitze- oder Trockenperioden austrocknenden Gewässern. Ja, wir sind jetzt da in der Au und versuchen Schlammpeitzger zu fangen. Einerseits, um junge Individuen besetzen zu können in den Bereichen, die renaturiert und restrukturiert worden sind. Und andererseits versuchen wir, erwachsene Individuen zu bekommen, um eine künstliche Nachzucht zu machen. Das passiert in Mondsee. Und die Jungen, die vorgestreckten Schlammpeitzger, sollen dann im Sommer und im Herbst wieder besetzt werden in den Marchauen. Nirgendwo ist die Vielfalt an heimischen Vogelarten größer als in den March-Thaiauen. Große Greifvögel und Störche benötigen für ihre Horste kräftige Bäume mit ausladenden Astgabeln. Denn die Horste für Störche, Milane sowie See- und Kaiseradler können mehrere hundert Kilogramm wiegen. Baumriesen, die eine solche Last tragen können, sind auch in intakten Auwäldern nicht mehr häufig zu finden. Und deshalb werden Nisthilfen vom Menschen errichtet, die dann von den Vögeln adaptiert werden. Die 10 Nisthilfen in Form von Weidenkörben wurden im Herbst und Winter errichtet, um die sensiblen Vögel so wenig wie möglich zu stören. Für die Flussseeschwalben wurden im Projekt 2 neue Brutfloße gebaut. Die Vögel haben die Floße sofort erfolgreich angenommen. Daher wurde eines der beiden im Folgejahr um einige Elemente erweitert. An steilen Uferböschungen werden geeignete Bereiche des Ufers abgestochen, um das Nisten der Uferschwalben zu ermöglichen. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten und den hohen Flächenverbrauch für Bauland und Infrastruktur gingen 80% der Feuchtwiesen in den March-Thaiauen verloren und wurden zum Beispiel in Äcker umgewandelt. Die Lange Luss südlich von Marcheck gehört zu den wertvollsten Naturgebieten des Marchtales. Da hier kein Hochwasserdamm besteht, können die Flächen ganz natürlich überschwemmt werden. Eine Flusslandschaft besteht ja, wie der Name schon sagt, nicht nur aus einem Fluss selbst, sondern da gehört auch das ganze Augebiet, Feuchtwiesen, Auwälder dazu.
Und deshalb war es ganz wichtig, auch in diesem Projekt nicht nur den Fluss zu renaturieren, sondern auch Maßnahmen in dieser Au zu setzen, wie zum Beispiel Ackerflächen in Wiesen wieder rückzuwandeln, Suttenbereiche, das heißt Senken, die wassergefüllt sind, besser zu schützen, besser zu pflegen, auch zu erhalten. Im Rahmen des LIFE-Projektes werden hier 18 Hektar an Ackerflächen angekauft und dauerhaft in Feuchtwiesen rückgeführt. Für 20 Hektar solcher Sutten unterstützt das LIFE-Projekt Landwirte finanziell, die ihre Bewirtschaftung den Bedürfnissen der dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten anpassen. Ich habe bei dem Programm teilgenommen, weil ich glaube, dass da was Gutes entsteht für die Tiere in der Sutte. Das hat zwar Einschränkungen in der Bewirtschaftung zufolge, aber ich glaube, das lohnt sich trotzdem. Kiebitz, Schafstelze und Wachtelkönig nutzen die so gesicherten Wiesen als Brutplatz. Urzeitkrebse finden in den regelmäßig überschwemmten Wiesen und Sutten genauso eines der letzten Refugien in Österreich wie der Donaukammmolch oder die Rotbauchunke. Es ist aber auch interessant zu sehen, wenn er Wiesen neu eingelegt hat, wie es sich entwickelt, welche Gräser und welche Kräuter da wieder vorkommen. Die Wiesen ist angelegt worden mit den naturnahen Samen, das was auch nicht immer üblich ist. So denke ich, dass das was gescheit wird und für die Natur sicherlich ein Vorteil ist. Für mich natürlich, dadurch, dass ich die Bewirtschaftung vergrößert habe in meinem Grünlandanteil, sicherlich von Vorteil war. Eine den unterschiedlichen Lebensräumen angepasste Bewirtschaftung sichert vielen seltenen Pflanzenarten wie der gewöhnlichen Brenndolde, der ganzblättrigen Waldrebe oder dem Gnadenkraut hier ihren in Österreich oft letzten naturnahen Lebensraum. Große grasfressende Tiere haben ja seit jeher die Landschaft gestaltet, auch Aulandschaften. Früher waren es Wildpferde bzw. auch die wilden Rinder wie Wiesente. Später waren es dann die Haustierrassen, die die Landschaft gestaltet haben. Deshalb wurde im Frühjahr 2015 im Auenreservat eine 70 Hektar große Weide für Konigpferde eingerichtet. Diese robuste und urtümliche Pferderasse aus Polen ist eng mit dem ausgestorbenen europäischen Wildpferd, dem Tarpan, verwandt. Sie besitzt noch besonders viele wilde Merkmale und ist damit hervorragend für naturnahe Weideprojekte im Augebiet geeignet. Wir haben im Projekt jetzt wieder mit unserer Konikbeweidung diese alte Tradition aufgegriffen. Und man sieht schon nach 3 Jahren, jetzt nach dem Monitoring, welch großen Einfluss diese Tiere auf die Landschaft haben. Ja. Man sieht, die Pferde fressen nicht die ganze Wiese auf einmal ab, so wie das ein Traktor tun würde, wenn das mäht, sondern es gibt immer Stellen, die ganz kurzrasig sind und es gibt zum Beispiel höheres Gras. Das bietet zum Beispiel einer Reihe von Insekten, aber auch besonders einer Reihe von Vogelarten zum einen Brutplatz, aber zum Beispiel auch den Weißstörchen bei uns im Reservat ein ideales Buffet. Durch bessere Wegevernetzung, Radwege, Radbrücke und geführte Wanderungen soll die Flusslandschaft für Besucher erlebbar gemacht werden. Eine Chance, ein ökologisch einzigartiges Gebiet nicht nur für Tiere und Pflanzen zu erhalten, sondern es für uns Menschen als Ort der Erholung und des Naturerlebens zu sichern. Wir haben die Ziele, die wir uns zu Beginn im Jahr 2011 gesetzt haben, alle erfüllt, übererfüllt und wir sind wirklich sehr stolz auf das Projekt und auch die Kooperation mit allen Partnern, mit allen Projektpartnern und Beteiligten hier in der Region hat wunderbar funktioniert.